Ich begrüße euch zurück zu Phoenix Wright, Ace Attorney. Wir konnten Angel Stars Aussage noch nicht ganz außer Kraft setzen. Und jetzt führen wir fort mit der Zeugenaussage. Fassen der Verdächtigen. Nach dem Mord hat die Verdächtige versucht, sich an der Seite zu verstecken. Ich habe sie schnell gefasst, ihre die Rechte verlesen und sie vor Ort verhaftet. Ah ja. Als ich sie verhaftete, sprach sie von einem Designerschal Amphere, dem Schal de Amphere. Das habe ich mich bei meiner vorherigen Aussage verwirrt. Die Generalstaatsanwältin wollte fliehen, aber gegen mich ist Widerstand zwecklos. Sie sind sich bei der Sache mit dem Schal ziemlich sicher, nicht wahr? Ich schlage zu wie eine Schlange und beiße wie eine Kobra. So bin ich, Angel Star. Das war keine sonderlich gute Metapher. Zuerst einmal ist eine Kobra eine Schlange. Belästigen Sie mich nicht mit Kleinigkeiten, wenn Sie gebissen werden wollen. Nein, danke. Memo an mich? Anwalt Wright wird von einer Schlange gebissen. Die Generalstaatsanwältin wollte sich wehren, aber ihre Versuche scheiterten. Sie stieß meine Hände beiseite, stieß dabei ein Ölfass um. Ölfass? Schwer vorstellbar. Oh, sie ist hübsch, aber tödlich. Eine Jägerin, eine Leopardin, Knurr. Nun gut, Herr Wright. Ihr Kreuzverhör, wenn Sie möchten. Ja, ich möchte gerne. Und ihr bestimmt auch. Ja, dann gucken wir mal. Warte, ich überlege gerade. Wie kann sie das, sie so schnell verhaftet haben, wenn hier... Wenn wir uns den Plan der Tiefgarage angucken. Ich meine, die war doch hier in Block B. Wie hätte sie so schnell rüber zu Block A kommen können? Ich muss mal ein bisschen angreifen hier. Moment mal. Also, wo finden wir diese Seite auf dem Plan? Ich bin sicher, sie meint die Mauer neben dem Auto. Das stimmt. Da war eine Wand. Etwa 10 Meter... etwa 2 Meter hoch. Sie versuchte, sich offensichtlich zu verstecken. Ein ganz natürliches Verhalten bei einer Verbrecherin. Und was taten Sie dann? Moment mal. Sie sagten schnell. Waren Sie so nah bei der Verdächtigen? Wie ich gerade sagte, ich war die ganze Zeit keine 10 Meter von ihr entfernt. Vielleicht sollte ich weitere Einzelheiten aus ihr herausholen. Angreifen! Los! Ich würde mir das zur Sicherheit gern nochmal auf dem Grundriss ansehen. Der Lunch-Landwagen war... Sie war eine Besucherin, also parkte sie im Block B. Sie haben also den Mord von hier aus gesehen? Damit wäre es etwa 10 Meter bis zum Auto gewesen, ja. Ist das richtig, Frau Star? Ja, das stimmt. Aber war da nicht ein Maschendrahtzaun vor Ihnen? Da bin ich drüber geklettert. Bemerkenswert. Ausspuckkönigin ist auch noch eine echte Athletin. Es muss eine Weile gedauert haben, über den Zaun zu klettern. Also hätte sie gar nicht so schnell zu meiner Schwester gelangen können. Ja, und der Zaun war auch fast 3 Meter hoch. Wie kann es sein, dass Frau Sky nicht entkam? Moment mal. Sie erwähnt den Schal de Amphere. Was genau hat sie gesagt? Wenn ich mich genau erinnern könnte, hätte ich es ausgesagt. Dreist. Auf jeden Fall hörte ich sie die Worte Schal de Amphere sagen. Nur diese Worte? Also haben Sie die Verdächtige nicht zu Ihnen, sondern zu jemand anderem sprechen hören? Ja. Die Generalstaatsanwältin sprach an ihrem Telefon mit jemandem. Ihr Telefon? Du meinst ihr Handy? Du? Warum duzt er sie auf einmal? Kapiere ich nicht. Aber, einen Moment. So, verzeiht mir die, Störung. Mein Telefon machte gerade ein paar Faxen. Aber gut, ihr Telefon, ja, genau das. Du meinst ihr Handy? Ja, die Fragen mit dem Duzen haben wir gerade schon gehabt. Weiter Fragen.
am Telefon. Meinen Sie dieses Handy, das am Tatort gefunden wurde? Ja, ganz sicher. Ganz sicher? Meine Erinnerung ist wie ein Lachs, der gegen den Strom schwimmt. Verstehen Sie? Nein, das Gericht versteht nicht, Frau Star. Die Generalstaatsanwältin versuchte zuerst, das Wandtelefon zu benutzen. Wandtelefon? Ja, richtig. Neben dem Wagen hing ein Notfalltelefon an der Wand. Augenscheinlich war es kaputt. Also benutzte sie ihr Handy? Ganz recht. Das Notfalltelefon ging an diesem Tag nicht. Gut beobachtet, Zeugin. Gut beobachtet? Was ist mit gut ausgesagt passiert? Sie sollten dies Ihrer Aussage natürlich hinzufügen. Was ich nicht alles tue, um diesem Anfänger von einem Verteidiger zu gefallen. Handy in Gerichtsakte aktualisiert. Möchte ich kurz angucken. Lanas Handy. Das Wort Charles de Amphair fiel während des Gesprächs mit Emma um 17.18 Uhr. Aha. Aber sie hat aufgegeben, das Telefon der Wand nutzen zu wollen und nahm ihr Handy. Wo hätte sie das denn sehen können? Da ist doch eine mega Wand zwischen. Einspruch, Leute! Einspruch! Jetzt wird ja wieder gehämmert. Ich muss daraus schließen, dass sie einen persönlichen Groll gegen Frau Sky hegen. Einspruch! Die Zeugin ist eine ehemalige Inspektorin. Ihre Aussage wird nicht von persönlichen Gefühlen beeinflusst. Na, wer hätte gedacht, dass sie mein Ritter in glänzender Rüstung sein würden? Sie, der mich vor 2 Jahren zusammen mit Frau Lana Sky rauswarf. Nun, Frau Star, dies ist ein erheblicher Widerspruch zu Ihrer Aussage. Wie erklären Sie das? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Legen Sie sich mit mir an und ich werde Gift und Galle spucken. Schauen wir uns den Plan an. Sie sagten, Sie haben das Verbrechen von hier aus mit angesehen. Wenn das allerdings wahr ist, hätten Sie unmöglich sehen können, wie Frau Sky anrief. Ich schätze, Sie verstehen, worauf ich hinaus will. Das Notfalltelefon befand sich im hinteren Teil dieses Bereichs. Wenn Sie tatsächlich im Block B wären, können Sie es nicht gesehen haben. Ruhe, Ruhe! Was soll das bedeuten? Es ist ganz einfach, euer Ehren. Sie tischt kein Essen auf, sie tischt Lügen auf. Einspruch! Das ist ein gewichtiger Vorwurf, Herr Wright. Erlauben Sie mir eine Frage? Sagen Sie uns genau, welche Lüge die Zeugin dem Gericht aufgetischt hat. Jetzt beginnt der Gegenangriff. Ich darf keinen Fehler machen. Die Zeugin hat darüber gelogen, was sie gesehen hat, wo sie es gesehen hat, was wann gesehen hat. Sie hat gelogen, wo sie es gesehen hat. Sie versuchte, das Notfalltelefon zu benutzen, aber es ging nicht. Was ist bei dieser Tatsache das Wichtige? Nichts. Es wäre belanglos, dabei zu lügen. Belanglos zu lügen? Ich verstehe. Die Zeugin hat Frau Skar tatsächlich bei der Benutzung des Notfalltelefons gesehen. Mit anderen Worten, Frau Star sah das Verbrechen von einer anderen Stelle aus. Einspruch! Eine andere Stelle? Nun, das ist doch mal eine wirklich belanglose Lüge. Einspruch! Bevor Sie meine Lüge als belanglos darstellen, lassen Sie sich mich formulieren. Lassen Sie mich eine Frage zu Ihren schlauen Wortfügen stellen, Herr Wright. Wo stand die Zeugin denn nun, als sie das Verbrechen beobachtete? Die Aussage weist bisher klar in eine Richtung. Der Ort, an dem Frau Star stand, war dieser hier. In Block A. Nimm das! Wenn sie hier gewesen wäre, könnte sie das Notfalltelefon gesehen haben. Das ist wahr. Das löst dieses Rätsel. Einspruch! Das hätte ihr gestattet, das Notfalltelefon zu sehen, ja. Aber wenn sie hier gewesen wäre, hätte sie auch festnehmen können, bevor sie ihr Handy benutzte. Oh, Sie stellen meine Schnelligkeit in Frage? Ich laufe 50 Meter in 9 Sekunden, wissen Sie? Ist das wirklich so schnell? Nicht so schnell wie Ihre witzige Erwiderung. Hey, Manno! Ja, euer Ehren. Kacke? Denk.
Was wäre, wenn sie im Wachraum gewesen war? Vielleicht war sie ja da. Ja, ich denke, sie war im Wachraum. Nimm das! Dies ist der einzige Ort, an dem sie sich aufgehalten haben kann. Der Wachraum? Der Wachraum der Tiefgarage liegt in der Tat günstig. Er befindet sich im zweiten Stock. Man kann also die ganze Tiefgarage einsehen. Hm, von dort aus hätte sie das Notfalltelefon sehen können. Aber warum dort? Es gibt so viele andere Orte, von denen sie es hätte sehen können. Nicht in diesem Fall, euer Ehren. Die Zeugin konnte nicht in Block A parken, denn sie ist keine Staatsanwältin. Nur von dort konnte sie das Verbrechen und die Rückseite dieses Bereichs sehen. Ich möchte Sie an Ihre Aussage erinnern, in der Sie sagten, Sie brachten Ihrem Freund im Wachraum ein Essen, ja? Nun, Frau Star. Wie oft habe ich in den Jahren über Männer triumphiert, dass nun das Blatt gewendet werden könnte. Heute hat ein Mann über Angel Star triumphiert. Ruhe, Ruhe! Zeugin! Was haben Sie getan? Sie waren einmal Inspektorin. Sie müssen es besser wissen. Es gibt kein Zurück. Die Schuldigen werden bestraft werden. Und ich tue, was ich tun muss, damit die Gerechtigkeit siegt. Die Schuldigen? Spricht sie von Frau Sky? Herr Wright, erscheint Ihnen das nicht auch seltsam? Warum hat Frau Star gelogen? Das ergibt keinen Sinn. Hä? Sie hätte einfach sagen können, dass sie das Verbrechen bei den Wachen sah. Es hätte nichts geändert. Genau. Dieses Foto verrät alles. Es war die Angeklagte, die das Opfer erstochen hat. Diese Wahrheit bleibt unangetastet. Einspruch! Bleibt unangetastet? Da muss ich widersprechen, Herr Edgeworth. Was? Wenn ein Zeuge lügt, macht es er sich des Meineids schuldig. Das weiß sie. Sie würde dieses Risiko nicht ohne guten Grund eingehen. Also sagen Sie uns, was Ihr Grund war, Herr Wright. Ich? Wer sonst? Herr Wright, betrachten wir noch einmal, was wir wissen. Frau Star sah das Verbrechen vom Wachraum aus. Aber sie log und sagte, sie hätte es von Block B aus gesehen. Das muss einen wesentlichen Unterschied machen, aber welchen? Was ändert sich? Ja, Unterschied beim Licht, ne? Wie weit weg sie stand. Ich tipp mal, wo sie stand. Ich hoffe, ich mache da keinen Blödsinn. Nun, der Betrachtungswinkel würde sich ändern. Der Betrachtungswinkel? Was meinen Sie damit? Der Wachraum befindet sich im zweiten Stock und, sie hätte einen besseren 3D-Blick auf das Verbrechen. Und warum ist das wichtig? Ich hab gefailt. Nein! Vielleicht möchten Sie darüber noch einmal nachdenken, Herr Wright. Verdammte Scheiße, ich verliere Punkte. Herr Wright, betrachten wir noch einmal, was Sie wissen. Okay. Gut, wie weit weg sie stand. Es verändert ihren Abstand vom Ort des Verbrechens. Einspruch! Mein Beileid, Herr Wright, aber ein Blick auf den Plan und es wird deutlich. Der Abstand zwischen dem Tatort und der Wachstation beträgt 10 Meter. Ich verstehe nicht, wie das beeinflussen soll, was sie sah. Einspruch! Es ist nicht die Frage, was sie sah. Es kommt auf die Zeit an, die sie brauchte, um zum Tatort zu gelangen. Frau Star, Sie haben das Verbrechen vom Wachraum aus gesehen. Wie lange brauchten Sie, um von dort zum Tatort zu kommen, an dem Sie Frau Sky verhafteten? Nun, Zeugin? Sie... Ja? Sie haben die Calamaris bestellt, oder? Die Qualität meiner Mahlzeit ist von gering auf ungenießbar gesunken. Ich habe meinem Freund eine Lunchbox mit Brombeergelee gebracht. Brombeeren für den Freund. Er war nicht an seinem Posten, also wartete ich. Ich habe das Verbrechen durch die Glaswände beobachtet. Und bevor ich wusste, was ich tat, rannte ich zum Tatort. Aber die Tür war verschlossen.
Ich bekam sie nicht auf. Ja, ganz schön weiter Weg, würde ich mal sagen. Darum musste ich durch den Besucherbereich von Block B gehen. Das ist ein ziemlicher Umweg. Es dauerte mindestens 5 Minuten, um zum Tatort zu gelangen. 5 Minuten? Das ändert einiges. Aber es war die Frau dort auf der Angeklagtenbank, die ihn erstochen hat. Ich weiß es, ich habe die Fotos als Beweis. Ich schwöre es. Ich schwöre es auf meinen besten Plastikgöffel. Guter Punkt. Und der Göffel ist eine wundervolle Sache. Halb Gabel, halb Löffel. Möchten Sie noch eine Kaviar-Lunchbox? Auf jeden Fall. Oh, oh. Herr Wright, Sie müssen etwas unternehmen. Habe ich Beweise, mit denen ich dem ein Ende setzen kann? Ja, die Frage stelle ich mal an euch. Haben wir denn Beweise? Werden wir sehen. Im nächsten Part. Bis dann.